So, dann habe ich zumindest den Raum hier mal geklärt. Nachladen. Also ich denke mal, allzu viel Räume kann ich hier nicht verpasst haben. Aber ich finde hier keinen mehr. Also muss ich halt die, wo ich rein konnte, nochmal öffnen. Aber ich denke, ich hatte alle angewählt. Auch den hier. Und warum finde ich verdammt nochmal keine Karte? Die ist doch sonst immer gleich ziemlich am Anfang, oder? Müsste die nicht hier dran gewesen sein? Die hat aber unser Vater damals genommen, ne? Der Harry. Ich gucke mich hier nochmal um. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwas finde. Jetzt sag ich, das ist doch die Karte. Och nö, Leute, das, ich war doch. Ah. Ja, schön. Toll. Bin begeistert. So, warte mal, raufgucken. Ah, immerhin. Ja, C2 war die Zelle. Die C12 hieß sie doch. Also da hinten komme ich nirgends lang. Da ist das geklebte Zeus. Da ist dicht. Also. Ah, den Fahrstuhl habe ich noch nie ausprobiert. Würde mich jetzt zwar überraschen, wenn er funktionieren würde, aber okay. Probieren wir gleich aus. Gucken, ich kann ins zweite Stockwerk. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, da oben sind die Zellen. S12. Da muss ich rein. Da ist dieser kranke Typ. Coleman. Ich probiere gleich mal den Fahrstuhl aus, auch wenn der wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und ich werde mal eben eine kleine Zwischenspeicherung vornehmen. Denn ein bisschen was haben wir hier schon erlebt. So, Krankenhausbüro überschreiben. Jawohl. So, abgeschlossen. Bald sind wir schon 4 Stunden in diesem Spiel unterwegs. Nicht schlecht. So. Also, wollen wir mal zum Fahrstuhl und gucken, ob wir da mitfahren dürfen. Tatsächlich. Wir können in den Fahrstuhl. Gut, das hätte ich jetzt echt nicht vermutet. Okay. So, was haben wir denn da Schönes zur Auswahl? Wir sind ja im ersten Stock, logischerweise. Da sind wir ja hergekommen. Zweiter, dritter und. Gehen wir erstmal in den Keller? Dürfen wir anscheinend nicht. Zweites? Okay. Nehmen wir das zweite. Gibt's von dem zweiten Stockwerk eine Extrakarte? Wie war das jetzt? Ach so, jetzt sind wir direkt hier. Das ist das zweite schon gewesen. Keller durften wir nicht. Okay, jetzt sind wir im zweiten. Klappern wir erstmal alles hier so die normalen Räume ab, bevor wir in den langen Gang reingehen, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen hier um die Ecke. Gucken da lang. Da liegt was. Da ist schon wieder dieses so ein Tagebuch von dem Coleman. Vor allem, wie viele Tagebücher hat er denn geschrieben? Du bist dir vielleicht noch nicht über deine eigenen Gefühle im Klaren, aber du spürst sie unbewusst. Und so versuchst du mir nahe zu kommen. Das ist eine Tugend, der Weg ins Paradies. Wenn die Tür verschlossen ist, öffne sie. Benutze das Kennwort für das Gefängnistor. Doktor, hab seinen Namen vergessen. Achso, Doktor, hab seinen Namen vergessen. Dieser Quacksalber jedenfalls hat es notiert und aufgehängt. Er sollte auch hier sein. Ich meine, 4 Zahlen hätten reichen sollen, aber er hat weitergemacht. Ist es nicht schade? Ich bin nicht da. Nervt dich das nicht? Ich sehe nämlich nach dir, aber du bist so grausam. Aber ich will dich trotzdem, Heather. Dann die Coleman. Oh Gott. Ey, wenn ich sowas lesen würde, ne, wenn einer sowas über mich schreiben würde, ich würde Angst kriegen. Echt. Boah. Gruselig. Das ist ja schon die schlimmste Stalkerei. Auch wenn sie noch gar nichts von ihrem Glück in Anführungsstrichen wusste. Aber es ist schon krank. Das ist schon ziemlich heftig. Schrotflintmunition. Ein Modemagazin. Nein, das da. Ja, sehr schön. Leere Dose. Nagellackentferner. Ja, das ist doch gut. Das können wir doch auch nehmen als. Ich bin das jetzt verschlossen. Als na, Entfernung für dieses Klebezeug da. So. Okay, da haben wir doch schon mal was gefunden. Das ist schön. Dann kommen wir da schon mal weiter. Nichtsdestotrotz gucken wir uns die anderen Räume hier natürlich auch noch alle an. So, gehen wir hier mal eben lang. Bin ja froh, dass hier jetzt gerade kein Viech rumläuft.
Bitte Kamera. So, darf ich dann da durch? Kaputt. Auch kaputt. Vielleicht darf ich da hinten ja auch nicht mal rein. Obwohl, ich würde die Zellen schon ganz gern durchgucken. Hier hängt eine getippte Notiz. Was soll das denn bedeuten? Die erste ist größer. Ah, schön. Okay. Die erste ist größer als die zweite. Das schreibe ich mir mal eben so ein bisschen auf. 1 größer 2. Die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. 2 doppelt so groß wie 3. Die dritte ist kleiner als die vierte. 3 ist kleiner als 4. Die vierte ist halb so groß wie die erste. 4 ist ein halb von 1. So. Okay. 4 der Zahlen werden nicht wiederholt. 3 sind nicht in der obersten Reihe. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Okay, werden nicht wiederholt. 3 sind nicht in der ersten, sind nicht in der obersten Reihe. 3 nicht oben. Schau ich mal. 2 sind nicht in der ersten. 2 sind nicht in der rechten. 2 nicht rechts. Und eine der Zahlen ist der Schlüssel. Okay, eine Schlüssel. Um Gottes Willen. Also 4 nicht wiederholt. Oh Gott, das kann ich. Ja, ich bin gespannt, was das jetzt wird. Und jetzt ist hier ein Schloss dran, ne? Die ist abgeschlossen. Ja, jetzt kommt's. Ah, wie schön. Okay. 4 Zahlen. Also, die erste ist kleiner als die zweite. So, das ist schon mal nicht so schwer. Die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Ich müsste ja auch hier. Ich versuche mal was. So. Und ist, und die dritte ist kleiner als die vierte und die vierte ist doppelt so groß. Ist die Hälfte von 1. Ich sag jetzt einfach mal, wenn wir mal von der 4 ausgehen, ich sag jetzt einfach mal, die erste. Ich sag einfach mal, 1 ist die 4. Das spielen wir jetzt einfach mal durch. So. Dann ist die erste Zahl kleiner als 2. Das stimmt schon mal. Größer. Ach, die größer als 2. Nee, die. Moment. Ich sag jetzt, 1 ist 4. So. Die zweite Zahl. Gut, ich muss mal anders gucken. Die vierte Zahl ist die Hälfte von 1. Das wäre dann 2. Und die dritte Zahl ist kleiner als die vierte. Das heißt ja, wenn die vierte 2 ist, müsste die dritte 1 sein. Und die zweite Zahl ist doppelt so groß wie die 3. Ne, wie die dritte. Das wäre eine 2. Dann wäre das 4, 2, 1, 2. Aber es wiederholt sich ja keine Zahl. Richtig? Also kann das, glaube ich, nicht sein. Ich versuche es einfach mal eben. 4, 2, 1, 2. Das war falsch. Habe ich mir schon fast gedacht. Also 4 ist die erste schon mal nicht. Gehen wir mal von der ersten Zahl die 3 aus. Also, 4 ist die Hälfte, nee, die Hälfte von, geht ja schon mal nicht, es muss eine gerade Zahl sein. Es muss eine gerade Zahl sein. Gehen wir von der 6 aus. So. Vierte Zahl ist die Hälfte von 1. Also 1 ist die 6, habe ich jetzt gesagt. Die vierte ist die Hälfte von der ersten, also die vierte ist 3. 2 ist doppelt so groß, die dritte haben wir noch gar nicht. Die erste ist kleiner als die, ist größer als die zweite. Ja. Die dritte ist kleiner als die vierte, also 2 oder 1. Und die zweite ist doppelt so groß wie die 3. Also wenn wir sagen, die dritte ist eine 2 oder eine 1, kann ja beides sein. Und die zweite ist dann doppelt so groß wie die dritte, dann wäre das hier entweder 4 oder 2. Also entweder 6, 4, 2, 3 oder 6, 2, 1, 3. Das könnte man nochmal ausprobieren. Pass mal auf. Also. 6, 4, 2, 3. Klappt aber nicht. Dann versuchen wir es mit 6, 2, 1, 3. 6, 2, 1, 3. Klappt leider auch nicht. Ich muss jetzt alles auch toll, das ist super. Dann sage ich jetzt, es muss ja eine gerade Zahl sein, nimm mir die 8. Versuchen wir es mit der 8. Ich muss jetzt ein bisschen rumprobieren. Tut mir leid, Leute.
Also, erste Zahl, sagen wir, ist die 8. Die vierte ist die Hälfte von der ersten Zahl, also D4. Die dritte ist kleiner als die 4. Da haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Entweder nehmen wir die 1, die 2 oder die 3. So, die zweite ist doppelt so groß wie die 3. Also haben wir dann 2, 4, das ist schon doppelt. Und die 3, 6. Und die, also die zweite. Ah, scheiße. Tut mir leid. Tut mir leid. Die dritte ist kleiner als die 4. Ja, also 1, 2, 3. So, und die zweite Zahl wäre dann, ja, doppelt so groß ist dann 2, 4 und 6, wobei die sich ausschließt. 8, 2, 1, 4 können wir probieren und 8, 6, 3, 4. So, pass auf. Also, 8, 2, 1, 4. 8, 2, 1, 4. Da passiert aber auch sehr wenig. 8, 6, 3, 4 versuchen wir mal eben. 8, 6, 3, 4. Jawohl! Haha! Ich bin der King! Alex ist der King! So, rein hier. Ah, jetzt bin ich stolz auf mich. Und der Raum ist komplett dicht. Nein, ist er nicht. Darf ich hier rein? Und ich habe die erste Tür gefunden, die offen ist. Yay. Ach schön, ich habe ein Rätsel geknackt. Ich freue mich gerade. Da liegt was unter dem Tuch. Da guckt ein Arm raus. Ich bin begeistert. Auf der Bahre liegt die Leiche eines Mannes. Na, siehst du es am Arm? Auf der Hand, die unter der Decke herausragt, steht etwas. Na super. Ja, dann sag doch, was da steht. Überall auf dem Boden liegen Papiere verstreut. Hier ist eine Krankengeschichte, ob sie für diesen Toten ist. Herkunft unbekannt, Name, Alter unbekannt, kein eingelieferter Patient. Wurde in schlechter geistiger Verfassung auf dem Krankenhausgelände gefunden und nach Ermessen des Chefs vorübergehend in Zimmer M4 untergebracht. Starb gegen Ende dieser Nacht durch hohen Blutverlust aufgrund durchtrennter Halsschlagader. Ergriff sein Küchenmesser mit rechter Hand. Wahrscheinliche Ursache der Halswunde. Möglicher Suizid. Schnittwinkel ist jedoch verdächtig. Zur weiteren Untersuchung im Behandlungsraum zweiter Stock geschickt. Weder Beweis erhalten noch Bestätigung der Ereignisse durch den im selben Zimmer untergebrachten Patienten. Polizei wurde nicht benachrichtigt. Für zukünftigen Bedarf verbleiben Bett und Effekten des Patienten intakt. Effekten verbleiben Bett und Effekten. Okay. Interessant. Mussten wir das jetzt wissen? War das jetzt wichtig? Also, wir haben hier eine unbekannte Leiche. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wichtig ist. Was war das gerade? Lehrbücher. Okay. Also, mehr sehe ich hier gerade im Moment nicht. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Ja. Probieren wir mal. Ach, ich kann sogar ranzoomen. M1. Hi, die Witzgei dabei. Hallo. Hallo. Wer schießt denn hier? Hat gerade eins von den Viechern auf mich geschossen? Krass. Ja. 5 nach 6. Nee, es ist ja kein Zeiger da unten. Ja. Warum sollte ich ihn nicht ausschalten wollen? Frage ich mich gerade. Verstehe ich gerade nicht. Okay, ein Koffer. Der Aktenkoffer ist verschlossen. Ja. 14. Ja, das sind ja nicht die gleichen Zahlen, die ich eben hatte, ne?
Was war das jetzt überhaupt? Was hatte ich jetzt für eine Kombination? 8, 6, 3, 4, ne?